Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Amateurtester. Wir wollten euch den neuen Audi A5 Cabrio zeigen, aber ich, der liebe, tolle Philipp, hab mal wieder mächtig die Planungen durcheinander geworfen und einen Termin im falschen Monat gemacht. Also stand ich beim Audi-Zentrum Dresden ganz dolle traurig, da ich meine liebste Bernie doch eigentlich mit dem Cabrio zum Jahrestag überraschen wollte. Natürlich war dieser vergriffen, denn ich war ja einen Monat zu früh da. Nachdem ich mehrere Kollegen im Audi-Zentrum nun beschäftigt hatte und wir uns alle einig waren, dass ich mir einen Terminkalender zulegen soll, haben wir doch noch einen spaßigen und aktuellen Flitzer besorgen können. Riesendank dafür an das gesamte Audi-Zentrum Dresden-Team. Und nun Audi TT 360 Grad. Viel Spaß, meine Freunde! Anybody know where I'm at? I'm just trying to put myself on the map. Cause too good seems too far. Trying to figure out who we are. If everybody got a role, I'm sick of playing my part. Yeah, and we dress real nice. The flow real tight. And just for the night, we feel alright. And I ain't really out here doing the craziest shit. But I'm grabbing life by the horns and making it my bitch. Ain't nobody gonna tell me. Ihr hättet sehen müssen, wie peinlich mir das im Audi-Zentrum war. Gott sei Dank seht ihr jetzt aber diesen schicken Wagen. Von außen kann sich ja wie immer jeder selbst eine Meinung bilden, aber wir finden diesen kleinen Sportler extrem schick. Das rundgelutschte Äußere vom Vorgänger wurde mit Kanten etwas modernisiert und schon sieht das Fahrzeug viel aggressiver und in unseren Augen besser aus, ohne seinen typischen TT-Charakter zu verlieren. Gerade die Seitenlinie wirkt auf den ersten Blick fast unverändert und dennoch irgendwie anders. Bernie sagte zu dem Wagen immer liebevoll Angeber-Prollauto und ganz ehrlich, wenn das so sein sollte, ist es einem spätestens egal, wenn man drin sitzt, denn der Wagen macht extrem Laune. I'm doing something, yeah. I ain't really doing too good, but at least I'm doing something. Die Qualität im Innenraum lässt, glaube ich, kaum Wünsche übrig. Das Cockpit ist weich unterschäumt und an den Türen bzw. auch an vielen anderen Stellen wurde Leder verarbeitet. Es knarzt nichts und alles fühlt sich extrem hochwertig an. Im unteren Bereich, zum Beispiel an den Türtaschen, ist dann auch ein wenig Hartplastik, welches aber ebenso extrem hochwertig verarbeitet wurde. Die Sitze waren komplett aus Leder und hatten einen sehr guten Seitenhalt. So wünscht man sich das ja aber auch in einem kleinen Sportwagen. The six guys in that, my bitch caught it fast. And she saw the maps, the world saw my axe. And if I had 100 million, I'd have sold my past. Im vorderen Bereich hatten zwei Erwachsene gut Platz. Ich denke, dass selbst 1,90 Meter große Menschen noch eine gute Sitzposition finden dürften und vielleicht darf man sogar noch etwas größer sein. Wer 2 Meter groß ist und lange Beine hat, der könnte, glaube ich, Probleme haben, eine gute Sitzposition zu finden. Der Wagen hat übrigens auch 2 weitere Sitze und einen Kofferraum. Ja, leider habe ich vergessen, diese 2 Sachen abzufilmen, aber ihr als Amateurtester-Zuschauer seid mir deswegen überhaupt nicht böse, da ihr als Amateurtester-Zuschauer ja wisst, dass diese 2 Sachen bei so einem Wagen absolut nicht relevant sind. Eines sei aber gesagt, die hintere Bank ist absolut nicht für Erwachsene, Kinder oder Lebewesen gedacht, aber immerhin gut für die Handtasche einer Frau. Der Kofferraum jedoch hatte eine wirklich gute Größe und überraschte mit seinen 305 Litern dann doch schon sehr. Das 12,3 Zoll große virtuelle Cockpit ist ja so das kleine Highlight. Dieses ist beim TT nämlich Serie und macht seine Aufgabe sehr gut. Es ist scharf und zeigt euch alle nötigen Infos, die man von einem vollwertigen Infotainment-System auch erwartet. Navigation, Telefon oder Fahrzeugdaten, das alles kann man über die Lenkradtasten oder alternativ über die Mittelkonsole steuern. Die Steuerung der Klimaautomatik erfolgt über Drehschalter und Taster an den verschiedenen Lüftungsdüsen. Ich finde, dass die Designer das extrem clever gelöst haben und vor allem ist das einfach mal was anderes und passt super zum Audi TT. I ain't really doing too good, but at least I'm doing something. 230 PS, 370 Newtonmeter, Quattro und 6-Gang S-Tronic bei ca. 1,5 Tonnen, meine Freunde. Das klingt dann ungefähr so. Und sieht dann ungefähr so aus. Anybody know where I'm at? I'm just
trying to put myself on the map, cause too good seems too far, trying to figure out who we are, if everybody... Was will man da schon groß sagen? Das Fahrzeug erlaubt sich keine größeren Patzer. Der Motor zieht extrem gut nach vorn, die S-Tronic schaltet schnell und sauber durch, die Lenkung ist direkt mit genügend Feedback für eine offensive Fahrweise und das Fahrwerk ist schön sportlich, ohne jedes einzelne Korn auf der Straße in die Kabine durchzulassen. Das Sportliche und auch, ja, meine Freunde, auch das gemütliche Fahren haben einfach richtig Spaß gemacht und so wünscht man sich das doch, wenn man einen TT fährt, oder? Der TT. Er macht Spaß, bringt Freude und vereint Sportlichkeit mit Alltagstauglichkeit. Der TT zieht die Blicke auf sich, sobald man ihn bewegt. Gleich umso mehr, wenn man den Sound hört. Die Bedienelemente sind platzsparend und dennoch gut durchdacht angebracht. Alles Wichtige findet man auf Anhieb. Man sitzt bequem und man kann daher auch längere Strecken ohne Bedenken hinter sich bringen. Einen kleinen Kofferraum kann man auch noch vollpacken. Apropos Kofferraum, solltet ihr einmal die hinteren Sitze belegen wollen, beachtet doch bitte die Größe der Passagiere, damit es keine Kopfverletzungen gibt. Ansonsten gibt es nur noch eins zu sagen: Einsteigen und puren Fahrspaß genießen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ballert uns mit Kommis und Fragen zu. Wir freuen uns wie immer sehr darauf. Bis zum nächsten Mal, eure Amateurtester.